Es macht immerhin einen. Es ist halt die Rampe, hat er auch gespottet. Nein, geht's jetzt auch rein. Schön ausgemucht von Robert. Aber Modi klärt 5 zu 5. Sehr schön, Fnatic. Vielleicht doch nochmal. Also bis jetzt ja schon spannend. Topspawn bei SK und die scheinen kein Geld zu haben. Die Sache ist, nächste Runde hat man einen schlechten Spawn. Und vielleicht macht es sogar Sinn, zweimal zu sparen. Ich weiß nicht. Werden sie wahrscheinlich eh nicht machen, aber die Frage ist, was man dann aus dem schlechten Spawn macht. So, Fnatic, null Problemo mit der Eco. Gen ist ja auch in Führung. So, wie angesprochen, der schlechte Spawn. Man kauft auf jeden Fall. Vielleicht gibt es nochmal eine Bang-Runde. Vielleicht nochmal was über Felsen oder diesen verzögerten Halle-Go, würde mir auch gefallen. So, oh, schöne Pulsi von Fries. Oh, der gesehen. Oh, AWP bei Delpan. Ich glaube, sie rechnen nicht mit ihm. Boah, es steht ein bisschen. Macht eins. Boah, sauber. Boah, der zieht direkt auf Felsen hoch. Schade, er hätte fast sogar Headshot gemacht. Oder leicht drauf. So wird jetzt auch abgeämmt von Forrest. Der kriegt er sogar Support von seinen Mates. Damit er da wegkommen kann. Er will aber gar nicht. Er hört ja eh, wenn er vom Dach droppt. So, der wird super schlitzig gezielt von Modi, kann da also auch früh ansagen, wenn da was im Radio ist. Oh, perfektes Timing von Fries, der seinen dritten Frag in der Runde macht. Sehr schöne Runde von ihm und er hat einfach so einen einfachen Move die Runde auch entschieden. 7 zu 5. Vorraum auf. Allerdings verstehe ich nicht, warum man die Spawns nicht nutzt. Obwohl ich jetzt nicht genau aufgepasst habe. Vielleicht hat man eine Rampe gesprengt oder so. Jetzt Rampe fake. Halle go. Eine schöne Variante. Get Red macht 2. So, Main ist noch angesagt. Get Red schiebt runter. Delpan hat die Bombe. Schöner Schuss von Robban. Und Get Red mit seinem dritten, der eine super Garoffel spielt. Und Get Red mit seinem vierten. Oder war das sogar ein Ace? 1, 2. Ne, Robban, stimmt, hat er einen gemacht. 3, 4. Sechs zu sieben. Wirklich ganz schwer hier zu sagen, wer im gerade Vorteil ist oder so richtig, also dominieren tut ja kein Team. Modi traut sich was. Die AE ist für meinen Geschmack zu früh, da wurde noch gebankt. Kann man noch später werfen, wenn sie Würmchen wieder reingehen. Allerdings sind sie eh über Loch gekommen. So, da wird die Box ausgeräuchert. So, schöner Support von Cat.
Forest Run und to Freeze über Main. Banks sollte er gehört haben von Modi. Boah, perfekt, dass er da den Schacht aufgeschossen hat. Oh, nein. Oh, wenn Forrest da zum Main mal kurz geguckt hätte, hätte er so den Freefrag gehabt an Freeze. Hat er leider nicht gemacht. 8 zu 6. Schade, Forrest, schade. Freeze ist da vollkommen drauf eingefallen, dass Forrest da den Schacht angeschossen hat. Das hat ja eigentlich geklappt, allerdings hat er da nicht hingeschaut. Letzte Runde in der ersten Halbzeit. Hallo Rush angesagt. Kerrigan stirbt. Nix ist allerdings in der Main. Immer noch da. Zwei sogar in der Main. Freeze bangt. Sauber von Gux. 9 zu 6. Zack. Da bin ich mal gespannt, ob Fnatic jetzt mal endlich eine gute Terrorleistung abliefern kann. Oder hier auch so untergeht wie auf das 2. Bisschen schade, wie wenig Zuschauer es eigentlich insgesamt gibt, so. Wenn man mal die drei Streams zusammenrechnet. Schade. Aber gut. So. Direkt Box Contact. Getright macht aber den Headshot an Kerrigan, der hier eine USP bekommen hat. Finde ich ein bisschen riskant. Das will man jetzt aus der Unterzahl machen. Delpan sogar schon außen durchgepusht. Boah, wenn Delpan jetzt keinen großen, groben Schnitzer begeht, dann sehe ich hier keine Chance mehr. Boah, Delpan wird überrannt. CTs. Ich verstehe dann nicht, warum man da nicht Raum einnimmt, wenn man genau weiß. Wobei es halt. Ja, ist schwierig. Hat halt immer noch USP-Vorteil. Man wusste doch eben, dass der dann überrannt wird. Da hätte man vielleicht mal Rampe schon mal weiter vorkommen können. Box rein nochmal oder so. Die T's weiter unter Druck setzen. Jetzt geht's Rampe durch. Forrest zieht sich zurück. Face schiebt runter und es geht unter Cat. Robert, ganz wichtige Posi. Sie kommen Cat hoch. Ach, Cat right. Lustige, interessante Posi da. Auf dem Streben, mit dem Streben. Oh, der ging irgendwie nicht rein. Für mich war er da drauf. Aber Face klärt. Zwei, nee, erste Pistol für SK in dem Match. Also die zweite, die sie sich holen. Also die CT-Pistol jetzt halt. Fnatic hatte vorhin die CT-Pistol geholt. Da hatte ich sie noch gelobt. Außengas. Och, da klatscht's. So, kaufen. Fnatic, sehr schöner Spawn, schön zusammenhängt. Mal schauen, was sie hier in petto haben. Wer ist der Top-Spawn? Hatte ich eben. Kerrigan. Wird ausgeschnitten. Oh, mal schauen, ob er Robban noch sieht. Nein, Robban ist schneller. So, er wird auf Main abgelenkt, Außenkit abgelenkt. Sehr schön, die Runde. Wir werden nie im Leben mit Robban rechnen. Vor allen Dingen hatte Gux. Kerrigan hatte Top-Spawn.
Allein deswegen werden sie nicht mit ihm rechnen. Er sollte einfach. Ja, genau. Nicht zu viel riskieren, dass er vom Main-Dach nicht gesehen wird. So, Gux macht den Frag allerdings. Get Red vielleicht ein bisschen zu offensiv. Zwei immer nach außen. Ne, alle außen. Einer ist in der Box. So, schieben jetzt weg. Alle nur Fries bleibt am T-Rot. Rest schiebt Main rein. Mal die in der Tür. So, jetzt gibt es wahrscheinlich einen Split. Oh, Fries hat da doch noch hingeguckt. Konnten sich beide gegenflächen. So, das ist sehr entscheidend, dass der Main-Spieler jetzt nicht reinkommen kann. Robin hält das gut auf. Somit hat Face. Kann Face sich auch nur auf seine Sachen konzentrieren, wird er nicht gesandwiched und Face. Face, Face, immer wieder. Face ins Face. 9 zu 9. Und SK zieht jetzt langsam an. Keine Bombe gelegt. Die Spawns sind eigentlich ganz gut für Fnatic. Weil ich eigentlich immer dachte, dass beide Teams dieselben Spawns bekommen. Aber anscheinend hat hier Forest einmal einen Top-Spawn. Und dann stehen sie so sehr geschlossen weit vorne. Das war bei SK anders. Kurzer Prozess an der Rampe. Zweistellig der Score bei SK. So, jetzt gibt's den Spawn. Den hatte nämlich SK eigentlich nicht. Da hat der Spieler da vorne gefehlt. Verstehe ich zwar nicht ganz, aber. Gut. Tür aufgemacht, Kerrigan läuft der Anti-Flash in die Box. Flash da mit einem Hallo-Rush. Robin reagiert. Macht auch die Frags mit Forest zusammen. Keine Chance für Fnatic. Oh Mann, die werden ja abgeschlachtet wie sonst was. Wie schlachtreifes Vieh. Alle fünfmal gestorben bisher in jeder Runde. Und drei bei SK noch gar nicht. Die haben halt super viel Geld. Auf 5-0 steht's. Fnatic müsste eigentlich jetzt jede Runde kaufen können. Delpan jetzt auch sogar mit AWP hat außen vielleicht gleich Kerrigan. Nee, mit First Track. Ich war die Box da offen. Wo ist denn Kerrigan? Nee, das ist jetzt aus. Zwei. Boah, riskant. So, Delpan zeigt noch schöne Flash. Schön Delpan aus dem Spiel genommen. So, jetzt muss man die Runde aber auch mal ummünzen. Holz, deck nach hinten ab. Krass, haben da Angst vor Stein. Und Forest spielt super, kommt hinten hoch. Wird da vielleicht. Ja, Fries. Ist jetzt auch angesagt. Jetzt kann. Ah, Getrate macht ihn auch sogar. Oh, die Runde. Die arme, arme Runde. Sind jetzt beide im Vorraum. Rampe wäre offen. Dings kann es auch an. Forest kann es auch ansagen. Robbern schiebt runter. Da unten zwar nicht safe, aber kann ansagen. Und sie kontaktiert die Box raus und Getrade. Schöne Posi. Sehr schwer davor zu aimen. 6 zu 0. Oh Mann. Schon wieder sehen wir ja wohl keine dritte Map. Und es wäre das einzige Bio3, was wir gesehen haben zwischen Fnatic und Israel. Und für mich hätten die den. Könnten die hier genauso gut im Finale stehen. Fraglich, ob sie hier mehr entgegenzusetzen haben als Fnatic, aber ich weiß nicht. Frag, Refrag
außen. Kilgen hat da einfach mal One-Shot gedrückt, glaube ich. Los geht's raus. Face passt auf. Schöne Posi von der Box. Oh. Schön geaimt von Kerrigan. Boah. Saubere Runde von Finn. Die geht auf sein Konto. Hat, glaube ich, 3 Headshots jetzt gemacht in der Runde. 1, 2. Dritte kommt, glaube ich, gleich. Hier ist auch noch einer. So, 10. Stimmt das? Kann auch überlegen. 6, 6. Ja. Das stimmt. Delpanda geholt. Aus super schnell. Forrest und wieder hinten hoch. Schöner Move von ihm. Oh, wo der. Also ich habe ihn schon gehört. Ich glaube, er schleicht auch wieder zurück. Ich glaube, er denkt selber, dass er gehört wurde. Ist natürlich jetzt super unsicher dort. Und sie splitten aber die Rampe. Oh, Face macht noch einen. Oh, dann gehen sie wirklich Cat hoch. Ja. So, da steht Face nur in der Box. Cat Red unten. Ah, schade. Er wird wohl die Runde für Fnatic. Frost immer im Vorraum. Die haben eigentlich keine Ahnung, wo er ist. Er friert sich jetzt mit einer Flash-Flash da zum Main für Get Right. Schöne Runde von Fnatic. 2 Waffen nur verloren. Ich weiß leider nicht, wo Delpan am Anfang gestorben ist. Wahrscheinlich außen. Und da wird's vielleicht. Ach, ich weiß nicht. Ich habe immer das Gefühl, dass SK hier dann drüber fährt. Irgendwie gewinnt Fnatic dann doch nochmal ein paar Runden. Banks gegen Modi. Man nimmt der Vorraum ein. Der ist ja der Spieler, der da reinzieht. Get Right und Robban. Sehr schönes Timing. Gux war da blind. Dach wird angesagt. Kerrigan könnte außen eigentlich jetzt mal schon mal vorgehen. Sich mal wieder noch abzielt. Muss sowieso auf Frag gehen. Oh, immer noch einen Türraum. Face macht ein. Und frisst die HE. Schade. 3 gegen 3, allerdings HP-Vorteil ist K. Kerrigan kommt jetzt über Main, allerdings decken 2 die Halle. Halle wäre jetzt eine schlechte Entscheidung. Faust hat auch einen rüberspringen sehen. Oh, stirbt. Jetzt nochmal jeder einzeln reinlaufen. Schöner Aufpass von Robban. 7 zu 2. Könnte da auf jeden Fall ansagen, dass mein Main rein ist. So, boah, jetzt stirbt er gegen Get Right. Kerrigan zieht, glaube ich, außen nach. Ja, wo ist der Sohn? Face wird da gebankt. Sehr schön, da gibt es Target Banks von Minicat.
So, Kerrigan, keine Chance, irgendwie Effekt zu setzen. Alle super defensiv. Zeigt sich keiner dumm. Der Ban hat jetzt sogar außen. Ah, da im Eck ist er. Oh, was ein Timing. Sie gehen Rampe. Sollten. Das verstehe ich allerdings nicht. Mein Kerrigan ist noch Main. Könnte jetzt vielleicht von hinten kommen, aber. Warum dann nicht Rampe irgendwie sich zeigt und dann nochmal in die Halle geht? Fehlt meiner Meinung nach die Kreativität. Oder die Konsequenz in. Also. Ich meine, vorhin bei Gadget war das halt super. Der hat ja die Runde entschieden, wo er außen war. Aber jetzt, was konnte Kerrigan da schon groß machen? Seine Mates an der Rampe verrecken. Und da ist auch wieder. Wie gesagt, vorhin habe ich schon mal irgendwann gesagt, dass man heute eigentlich so gut wie keine Fakes gesehen hat. Oder mir ist zumindest keiner aufgefallen. Das verwundert mich echt ein bisschen. Weil das ist das, was der ist auch taktisch und alles sehr, sehr ansehnlich macht und super interessant ist. Aber gut. SK hat jetzt auch das Draw safe. 15-11. Puh, auf geht's, Fnatic. Kommt schon. Draw jetzt noch machen und dann Overtime. Wenigstens noch Overtime. Ich wäre gar nicht meine dritte Map. Also schon, aber Overtime. Erst was bis zu Overtime schaffen, bitte. Auf geht's jetzt. Boah, SK macht dasselbe wie Fries vorhin. Faust ist allerdings viel offensiver. Macht beide sehr schön geschossen auch. Ganz ruhig geblieben. Und damit beiden belohnt und das wird Ulodil will. Aus der Rampe geboostet in der letzten Runde. Als ob Modi jetzt damit rechnet, zumal unter Cat abgelenkt wird. Da sieht man es auch, wie er direkt wieder weggeht und nur bangt. Man schießt doch direkt, hat er keinen Grund, irgendwas durchlaufen zu lassen. Robban hilft. Forest letzte Mann. Fries, sorry. Robban macht 16-11. Gratulation an SK. Gratulation an für 10.000 Dollar. Und ich kann mir vorstellen, dass die von Intel direkt bar in die Kralle, von Intel bar in die Kralle gedrückt werden. Und zumindest sehr, sehr, sehr schnell ausgezahlt werden. Somit dürfte sich SK glücklich schätzen, hier das Turnier zu gewinnen. War wirklich schön, danke auch an Intel, dass sie das Turnier veranstalten und sponsern, beziehungsweise auch danke an das Inferno Online, dass er das Event mit ausgetragen hat. Jo, ich danke euch auch allen fürs Einschalten. Kurzen Werbespot und dann noch ein bisschen Aftertalk hier. Was war Icy? Ach so, wo ich herkomme, ja. Gut, das GUI, das könnt ihr bei dem lieben Spattel bekommen auf Readmore. SPDDL wird er geschrieben, könnt ihr bei Readmore suchen. So, und wir können es nochmal. Kurz einen kleinen Moment. Vielleicht gibt es neue Bilder. Saturday. So, dann haben wir nochmal SK, SK, SK. Vielleicht ein Bilder vom Finale jetzt schon. Da waren wir, glaube ich, bei Pascha. ESC. Nochmal ESC. Schade, Bilder werden wir dann wahrscheinlich erst. Ja, so gejubelt haben sie jetzt wahrscheinlich auch. Nach dem Sieg. Hier gegen Fnatic. Ja, das waren die Jubelschreie gegen ESC. Also die Bilder werden wahrscheinlich noch ein bisschen auf sich warten lassen. So, das ist mein Wetter. Hallo, 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 hallo. Gut, es gibt eigentlich auch nicht mehr viel zu reden. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, haut es in die Comments oder im IRC oder postet es auf Facebook. Facebook.com/promotv. Könnt mich auch gleichzeitig liken. Danke auch, dass ich meinen Zuschauer-Peak jetzt hier im Finale hatte.
War ja auch ein schönes Finale, ein prestigeträchtiges Finale. Ging ja um einiges. Für alle nochmal die Info, die heute Vormittag nicht da waren. Ich habe das allererste Match WinFact gegen Israel mit Chefkoch gecastet. Das Wort werde ich auf jeden Fall auch noch gesondert kennzeichnen und auf Facebook posten und auf Readmo wahrscheinlich auch noch. So, ich mache jetzt noch ein paar Minütchen Musik an und dann gehe ich aber auch offline. Und danke euch nochmal fürs Einschalten heute seit über 12 Stunden. Ich bin raus, habt noch einen schönen Abend, schönes Wochenende, schönen Sonntag. Bis bald, irgendwann hier auf Bumum TV. Und tschüss.